Hallo liebe Hertha-Fans, ich bin Pascal Clemens und ich bin hier mit Smile. Ich habe mal ein paar Fragen an dich, die die Fans uns gestellt haben. Erstmal herzlich willkommen in Berlin. Wie war es so jetzt, dein erster Eindruck jetzt in Berlin und jetzt dann die Reise hierher und natürlich den ersten Eindruck, das Team kennengelernt zu haben? Ja, also das war wirklich ein schönes Gefühl. Also gestern war ich ja ganzen Tag in Berlin, haben wir alle Sachen da erledigt und dann gestern, also ich glaube 23 Uhr bin ich dann also hier ins Trainingslager angekommen und also die Jungs sind wirklich super und ich freue mich. Was sind so deine Ziele für die neue Saison? Ja, auf jeden Fall ist das Ziel, dass wir in die Bundesliga aufsteigen. Also das ist das erste Ziel und alles andere dann wird dazukommen. Und für dich persönlich? Ja, so viele Tore wie möglich halt zu schießen. Okay. Meine Frage zu der Nationalmannschaft. Wer ist besser, Dzeko oder Ibisevic? Schwierige Frage. Also ich finde, beide sind so nicht ähnliche Spieler, deswegen also beide haben so eigene Qualitäten. Welchen Einfluss hatte Ibisevic auf deinen Wechsel? Also hattest du Kontakt zu ihm oder wie war das? Ja, also wir haben geredet und ja, der hat mir nun das Beste über Hertha gesagt und ja. Top. Was ist deine Meinung über das neue Trikot? Also wie findest du das? Ja, ich finde geil. Kann ich nur zustimmen. Könnt ihr euch auch alle holen? Spaß. Wie findest du die Stadt Berlin? Also warst du schon mal in Berlin oder allgemein? Ja, so vorher war ich ja oft da, weil da habe ich ja Familie, also zwei Schwestern habe ich da und der Stadt ist natürlich sehr schön zum Leben, ja. Okay. Und kennst du jemanden schon aus der Mannschaft? Also hast du so einen Spieler, mit dem du schon Kontakt vorher hattest, also der dir so nahe steht? Also ich kenne den Uremovic halt und den Toni Leisner, weil haben wir in selber Liga gespielt. Und ja, so die Jungs helfen mir schon viel, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wie sollen dich die Hertha-Fans am liebsten nennen? Hast du einen Spitznamen oder so? Was ist dir lieber? Also Smile, einfach Smile. Was sind deine Qualitäten? Was kannst du, also was sind deine Stärken, die du der Mannschaft einbringen kannst, um halt uns zu helfen? Ja, also mag ich nicht so viel über mich sprechen, aber sage ich so, dass ich in der Box wirklich also gefährlich bin. Also Technik und ja, also ich bin halt ein Arbeiter da vorne. Also von vorne beginnt ja das Spiel und also das werde ich versuchen, also die Fans dann zu zeigen. Top, top. Ja. Ach so, eine Frage noch. Es ist um Essen. Es geht um Essen. Um Essen? Mhm. Was ist dein Lieblingsessen aus der Heimat? Oh, habe ich viele Favoriten, aber sage ich Cevapcic. Top, 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 top. Vielen Dank, dass du die Fragen der Hertha-Fans beantwortet hast und wir wünschen dir viel Erfolg und wir sehen uns nachher beim Training. Sehr gerne, bis später.